Ulei, Leute. Posten. Die rechte Seite. Dort ist hier der nächste auch wieder mit 13. Ja, die sind tatsächlich ungerade. Und hier, Leute, hätte mir fast gedacht, dass es ein Kriernstein ist. Aber wie ihr seht, ist es wieder mit BP drauf, Bundespost. Hier drunter liegt die Telefonleitung, die hochführt zum Dünsberg. Weil da oben sind ja auch die Sendemasten und so weiter. Da gibt es ja auch dieses, diese Raststätte, nennt die sich, gell? Richtig. Und ja, also ist kein Grenzstein aus alter Zeit. Das stimmt. Ja, und weiter geht's. Hulei, Leute, guck mal hier. Da haben sie einen von den Pfosten ausgebuddelt hier. Warum auch immer. Was hat das für Nummer? Zwölf. Das ist wieder mal eine gerade Nummer. Das ist interessant. Also ich sehe ja gerade mal kein Loch, wo das hätte rausgeeitert werden können. Aber guck mal, was ich da entdeckt habe. 40. Leute, was ist das denn hier? EAM. Ach, hier drunter läuft die Stromtrasse. Hundertprozentig. Würde Sinn ergeben? Was für HK steht, weiß ich nicht. Normalerweise, wenn es um Waffen geht, Heckler und Koch. Und wo, wie man es schon am Beton sieht, das ist auf jeden Fall modern. Wahrscheinlich noch später eingerichtet als unten dieses Bundespost. Holzzeichen. Leute, wie ihr seht, es gibt alles mehr Entdeckungen. Wir müssten eigentlich auch bald oben angekommen sein. Und dass hier überall so Geröllsteine rumliegen, das ist doch schon ganz schön auffällig, Leute. Das hat man bei dem anderen Keltenhügel hinne bei Odersbach-Kirchhofen auch gehabt. Naja gut, wir bleiben dran. Und wir bürsten. Nein, das tun wir nicht. Eben, Leute. Als die Besteuerer, der gesagt. Und den nächsten Stein gefunden. Ja, BP, es lässt sich kaum noch erkennen. Aber das war wohl BP gewesen. Oder? Es lässt sich, war auf jeden Fall rot angemalt, dieser Grenzstein hier. Das kann sein. Das sieht ja genau aus wie der andere. Wie der andere auch, ja. Na ja, gut, Leute. Und da vorne ist die nächste Anzeigetafel, Leute. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Nachdem ich auf dem Weg dahin erst noch mal einen weiteren Schluck Bier getrunken habe. Von diesem wunderbaren Kulmbacher Bier. Fersbier außerdem. Kulmbacher, genau. Eben. Das heißt, Kulmbacher schmeckt da wie Kulmbacher. Hi. Gut, Leute, bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt hier an der Anzeigetafel, aber die zeigt nichts an. Scholz? Scholz? Außer hier den nächsten Kiertenwanderung. Ich lege euch das wieder raus. Dann könnt ihr das schön. Abfotografieren auf dem Bildschirm. Getreidespeicher. Der Ostsporn und die Getreidespeicher, ja. Guck mal, hier ist der nächste Kur. Ja, da haben wir noch einen. Der Ostsporn und der Gings, ja. Das könnt ihr auch nochmal einscannen, Leute. Gut, dann geht's. Oh, und da haben wir den nächsten Pfosten, Leute. Mit der Nummer 11. Oder wie man auch sagen kann, 11. Das ist schon 40, Leute. Der Böhmi will es nicht richtig zeigen wegen der Sonne hier, gell? Jetzt wisst ihr, warum ich den Böhmi nicht richtig leiden kann. So, jetzt seht ihr die 11. Dank der Flaschbier hier. Und Leute, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen steiler, hat er gesagt. Hier sind wir wieder mal überall. Trotzdem sich laute Wege. Aber viele. Eben, das ist wie gesagt ein reines Labyrinth, Leute.
Gut, Leute, dann melde ich mich gleich. So, Leute, da seht ihr, gleich werden wir dort vor Ort sein. Das sind hier so Absperrungen oder in der Treppe? Ja, da hinten ist ein Geländer. Ein Geländer. Ja, werden wir sehen. Gut, Leute, bis gleich. Boah. So, Leute, hier oben ist sogar eine kleine Versorgungsstraße, dass es sowas geben muss, war ja klar. Weil es könnte ja auch mal sein, es brennt oder so. Muss ja auch die Feuerwehr hoch. Was für ein Hügel. Schön asphaltiert. Ja. Siehst du, Lurch, ich hab dir gleich gesagt, da geht der Weg hoch. Dann wollen wir hier gucken. Ja, schon leicht, Lurch, alles gut. Ja, dadurch, dass es hier runter geht, entscheiden wir, uns in die Richtung zu begeben. Oder wollen wir querfeldein? Ach nee, lieber nicht mehr. Heute ist doch ein bisschen arg warm. Also wir können es machen, aber... Wir haben ja noch Zeit, gell? Eben, das stimmt ja wirklich. Vor allem... Gleich kommt da irgendwie so Lichtung. Da kann man vielleicht mal... haben wir auf jeden Fall einen schönen Ausblick. Aha. Und vielleicht entdecken wir noch irgendwas. Hm. Hier ist auch wieder der Römer-Kelten-Pfadschild. Also im Endeffekt ist es doch eine Strecke. Hier oben ist wieder mal so ein kleiner Weg. Ja, das, weißt du was das? Das glaube ich ist so ein Mountainbike-Pfad. Das sieht schon aus, als würden sie da Mountainbike fahren. Oder Moltenbalk. Meine Mutter hat zum Mountainbike immer Moltenbalk genannt. Das sagt man nicht. Guck mal, da ist der Lichterzeichen. Eben, da laufen wir jetzt, da wetzen wir uns auch schnell hin. Eben. Und dann geht's massiv weit runter, hat er gesagt. Das ist für, ja guck, das ist der Kelten Trail mit den Mountainbikers. Und da darfst du nicht als Fußgänger hier lang gehen. Da darfst du nicht als Fußgänger hier lang gehen. Gefährlich. Hier. Wo? Ui, da ist die nächste Holzskulptur. Und hier sind wieder diese Dinger. Ich zeige euch erstmal wieder die nächste Holzskulptur. Und hier wieder Keltenwanderung, Leute. Nur und die Galater, das Verbreitungsgebiet. Sagt mir jetzt erstmal nichts, Leute. Eisen, ne? Ja, wenn man unten so guckt, was da noch dran hängt, ein Teil ist ja weggebrochen. Ja. Vielleicht stellt das so ein Druiden mit seiner Maske da oder also irgend sowas. Hier geht es ja weiter mit der normalerweise mit dem Arm. Ach, das wären, ja. Arm. Dass er sich die Hände. Oh, guck mal, hier sieht man auch die Finger eingeschnitzt. Richtig, ja. Der hat sich ursprünglich mal die, den Kopf gehalten. Also, der denkt nach. Ja. Und will bürsten. Gut, Leute, das habe ich euch eben gerade gezeigt und hier hing noch eins, hat er gesagt. Radweg nur bergab. Von dieser Seite nicht befahren, Fußgänger nicht erlaubt. Ja, gut. Die Mountainbiker wollen ja auch irgendwo rumfahren, klar. Das ist dann auch schon gefährlich, wenn die sich kreuzen. Nicht paaren, wenn sich ein Fußgänger mit einem Radfahrer paart. Dann muss eins davon ein Mädchen sein, das andere muss ein Männchen sein, weil sonst können sie sich nicht paaren. Eben, das stimmt auch schon wieder. Na gut, Leute, hier, pff, was soll ich sagen? Trinke ich den nächsten Schluck Bier. Oh, da ist der. Guck, da ist dann wieder der Römer-Keltenpfad. Der würde direkt da hochgehen. Jetzt die Frage, gehen wir da hoch? Ich würde sagen, ja. Ich ehrlich gesagt auch. Das ist auf Asphalt laufen wir jeden Tag auf der Post. Deswegen gehen wir jetzt schön hier hoch. Gut, Leute, direkt bei der nächsten Entdeckung zeige ich euch wieder die nächste Entdeckung. Das ist ja klar, Leute. Das wisst ihr. Hier zum Beispiel ist Löwenzahn. Noctar das Löwenzahn. Genau, Lurchi. Ganz genau, Noctar, das Löwenzahn, hat er gesagt. Das
auch und guck mal, sieht aus wie eine Wasserturm aus. Ja. Leute, mal abgesehen davon, dass wir jetzt hier die Nummer 2 gefunden haben, also eine kleinere gerade Zahl als die Nummer 2 gibt es nicht. Dann haben wir hier hinter den Bäumen den großen Funkturm. Den seht ihr jetzt wahrscheinlich noch nicht richtig. Zoom doch mal ran, du Idiot. Ja, halt's Maul, Lurchi. Ich zoome mal schnell ran. Da seht ihr schon ein bisschen was. Und dann sind wir jetzt hier oben angekommen. Wie ihr seht am Kameraden, Bier trinkend. Zu Recht. Oh, du hast nur noch eine Pfütze drin, sehe ich. Das stimmt. Das ist ja eine schmale Aktion. Komm, machen wir kurz einen Prozess. Mal, Leute, guckt mal hier. Deswegen, weil jetzt kommen wir wieder in die Zivilisation. Da wollen wir nicht unbedingt gleich wieder mit Flaschbier in der Hand aufkreuzen. In dem Sinne. Rumpel. Rumpel. Scholz. Gut, Leute. Dann gibt es jetzt gleich Aufnahmen von da oben. Ich wollte sagen, na guck mal, da ist ja schon der nächste Pfosten. Das ist aber Holzpfosten. Da das ist aber auch so einer, wie vorhin da auch mal einen entdeckt hatten. Da hängt wieder ein Schild dran, glaube ich mal. Ah, nee, das ist hier. Hier können die Mountainbikers wieder langfahren. Das stimmt. Gut, Leute. Dann Folge. Geht's dann wir finden von den Kelten. Gut, Leute, wir sind jetzt hier oben direkt bei dieser Raststätte. Dünsberg-Raststätte. Im Hintergrund seht ihr ja wahrscheinlich. Und hier haben wir nochmal so ein geiles Teil gefunden. Könnt ihr auch wieder gucken. Die Raucherstupp. Da gehen wir jetzt erstmal Kippchen und Rare. Oder so. Gut, Leute, und haben hier direkt an derselben Stelle noch mal etwas entdeckt. Wahrscheinlich stammt das noch aus alter preußischer Zeit. Gradvermessung. Nee, das ist wahrscheinlich schon eher. An diesem Punkt hier, Sie seht ja diesen Punkt, ist irgendetwas. Und das wird wohl hier ganz erklärt. Genau, sehen. Das ist natürlich filthy, Leute, mal wieder. Hier, guck mal, das ist das alles. Ach, guck mal, wie groß ist die Erde? Das ist, ich habe das jetzt nicht gelesen, Leute. Ich habe euch das nur gezeigt. Irgendein alter griechischer Mathematiker konnte feststellen, dass die Erde gekrümmt ist, indem er drei Punkte setzte und hat dann die Außenkanten gemessen. Weil bei einer ebenen Fläche ein gleichschenkliches Dreieck ist A plus B mal C oder so ähnlich. Ich muss es nochmal einblenden. Nee, A ist given a fucking damn. Ich werde das unten einblenden. Weil ich meine, A plus B ist gleich C. Und dadurch konnte er feststellen, dass die Erde gekrümmt ist. Weil damals dachte man noch, die Erde ist ja eine Scheibe. Heutzutage wissen wir, dass unser dreidimensionaler Raum ebenfalls gekrümmt ist. Aber wohin soll denn der dreidimensionale Raum hingekrümmt sein? Ja, genau, das ist die vierte Raumdimension und die nehmen wir als Zeit wahr. So viel zum Thema Physik. Das ist der alte Stein, was hier. Ach, der Aal stinkig und da haben sie einen neuen gemacht. Der ist neu, ja. Guck mal, und hier noch die alte 10 Mark. Das ist die neue 10 Mark Schein. Der alte 10 Mark Schein war auch noch ein bisschen anders da gewesen. Das ist bevor der Euro kam. Gut, Leute, das fotografiere ich euch jetzt erstmal schön ab. Dann könnt ihr euch das angucken. Walde, Holla. Auf jeden Fall. Knockt. Ein Kuckucksloch. Und ein Biertrinkloch. Leute, wir haben hier direkt noch eine Holzskulptur entdeckt.
Geil, Leute. Und jetzt zieht euch mal den geilen Ausblick hier an. Ich hab doch gesagt, es wird Stände geben, wo es richtig so 100 Pro. Und hier ist er. Mit Bank. Richtig. Das ist schon mehr Richtung, also Gießen nicht in die Richtung. Das ist dann mehr der Westerwald, ist das nicht? Vogelsberg. Genau, das ist schon langsam so Vogelsberger Ecke. Wie ihr seht, ja, hier kommt man zu tief runter, da sieht man wieder weniger durch die Bäume. Und guck mal hier, wow, aber das zeige ich euch gleich. Das wäre eine geile Aussicht und hier sieht man schon diese Hügellandschaft. Aber oh, das sind die Wolken. Hier ja, sieht man die Hügellandschaft. Diese scheiß Propeller hier, die tun alles vermasen. Das stimmt. Und weißt du, was das Schlimme daran ist? Wenn du da hinten guckst, geradeaus, da stehen noch mehr davon. Ach du Scheiße. Ja, das Schlimme ist, die Leute, die jetzt geboren werden, die wachsen auf, für die ist das normal, diese verdammte Propellatoren da. Aber es gibt keinen schöneren Blick als einen Blick auf den schönen Wald. Ja, was ist das da für ein Ort? Das weiß ich nicht. Dahin kenne ich mich nicht mehr richtig aus. Ja, da müssen wir halt nachher nochmal auf die Dings gucken. Google Earth. Aber hier geht es erstmal massiv tief runter. Das stimmt. Da ist ja noch ein Bank. Ja, Tatsache. Leute, hier ist noch eine Bank. Mit irgendwas drauf. Da hat einer seine alten Turnschlappen draufgelegt. Die bewegen sich. Ach, da sind ja Menschen. Oh, jo. So, und hier ist ja die andere Bank. Eben, das stimmt, Leute.